Ja, hallo Freunde der Werkstatt. Ich habe mir wieder mal ein neues Powermeter gekauft. Und zwar aus zwei Gründen. Der Shunt ist schon integriert. Also nicht so wie bei den meisten, wo ihr einen externen Shunt verbauen müsst. Ist schnell und einfach zu installieren. Und der wichtigste Grund, der hat eine bidirektionale Anzeige. Das heißt, er kann anzeigen, in welche Richtung der Strom fließt. Anders gesagt, man sieht darauf, ob eine Batterie gerade geladen wird oder entladen wird. Ich zeige euch, wo ihr den bekommt, wie ihr den anschließt. Dann habe ich einen Testaufbau gemacht. Ich zeige euch zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man so etwas einsetzen kann. Und dann gibt es noch zwei verschiedene Schemas. Das Wichtigste in Kürze. Der ist für Spannungen ausgelegt von 0 bis 300 Volt. Es gibt vier verschiedene Modelle von 50 Ampere bis 300 Ampere. Alle mit integriertem Shunt. Mitgeliefert wird dieses Kabel plus noch ein zweites. Plus noch ein Imbusschlüssel, damit man die Schrauben öffnen kann. Preis ist ungefähr 13 Euro bei AliExpress. Den Link und die Daten habe ich euch in die Videobeschreibung reingepackt. Der kann die Spannung messen, den Strom messen, die Leistung in Watt kann er messen, plus kann er noch die Energie, die entweder rein oder rausgeht, in Wattstunden oder Kilowattstunden anzeigen. Sehr einfach aufgebaut, hat hier einen Knopf, einmal drücken, schaltet er die Hintergrundbeleuchtung ein. Wieder drücken, schaltet er sie wieder aus. Wenn man lange drauf drückt, dann wird die Energie in Wattstunden gelöscht und wieder auf Null gestellt. In welche Richtung der Strom fließt, kann man dann anhand von diesem Minus sehen. Wenn kein Minus ist, fließt es in die andere Richtung. Dasselbe ist hier bei der Energie, ob die zugeführt wird oder weggeführt wird. Wenn ihr Spannungen habt, zwischen 8 und 300 Volt müsst ihr diesen Stecker einstecken. Wenn ihr Spannungen unter 8 Volt habt, dann müsst ihr diesen hier auch noch einstecken. Hier ist noch das Schema. Rot ist Plus, schwarz ist Minus. Das ist die Last. Diesen hier braucht ihr nicht, wenn ihr Spannungen zwischen 8 und 300 Volt habt. Dann müsst ihr den nicht anschließen. Um zu zeigen, warum ein bidirektionales Wattmeter eine tolle Sache ist, habe ich hier schnell einen Testaufbau gemacht. Ich zeige euch nachher auch noch einen anderen Testaufbau mit einem Solarpanel und einem Wechselrichter. Ich habe hier ein normales Batterieladegerät für Bleisäurebatterien. Dann habe ich hier eine Last. Ich habe hier zwei 35 Watt Glühbirnen parallel geschaltet, damit ich auf 70 Watt komme. Dann habe ich hier die Terminals, Minus und Plus. Und hier ist unser Wattmeter. Hier noch das Schema zum Testaufbau. Ladegerät, Minus und Plus Klemmen, Batterie, das Powermeter. Und die Glühbirnen, unsere Last. Hier aber noch ein Schalter eingezeichnet. Im Testaufbau hat es aber keinen Schalter. Ich verbinde einfach das Kabel direkt dann mit dem Plus. Damit es übersichtlicher ist, seht ihr auf diesem Schema auch keine Sicherungen. Habe ich auch im Testaufbau nicht eingebaut. Ihr seht, 12,5 Volt hat die Batterie im Moment. Jetzt zeige ich euch zuerst, was passiert, wenn wir einfach nur die Batterie laden. Ich schalte das Ladegerät ein. 13 Volt, 0,8 Ampere, 10,7 Watt. Ich schalte das schnell aus. Ist wieder ausgeschaltet. Jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn ich die Last einschalte. Jetzt seht ihr auf dem Display, das sind ungefähr 66 Watt. Die Spannung der Batterie ist zusammengefallen auf 11,5 Volt. Das ist eine sehr alte Batterie. Und ihr seht jetzt 5,63 Ampere und ein Minuszeichen. Das heißt, jetzt läuft der Strom
zurück von der Batterie in die Last. Jetzt könnt ihr dann sehen, warum das eine tolle Sache ist. Ich schalte nochmal das Ladegerät ein. Ihr seht nun, die Batterie wird geladen über das Ladegerät. Und jetzt stecke ich zusätzlich während dem Laden die Last ein. Jetzt seht ihr, ist ein Minus. Das heißt, im Moment werden 4,88 Ampere aus der Batterie gezogen und gleichzeitig wird die Batterie auch geladen. Die Beleuchtung kann ich hier ausschalten oder auch wieder einschalten. Was wir jetzt sehen, jetzt wird die 4 Wattstunden, die wir bisher reingepumpt haben in die Batterie, das wird jetzt zurückgehen. Also der Zähler läuft jetzt in die Minusrichtung. Seht ihr, jetzt ist er auf 3 Wattstunden gegangen. So können wir Ende des Tages sehen, ob wir mehr geladen haben oder mehr Energie entzogen haben. Um die Wattstunden zu resetten, können wir einfach diesen Knopf ein paar Sekunden drücken und dann ist es wieder genullt. Und jetzt würde es ins Minus gehen, weil wir ja mehr Energie entziehen, als wir der Batterie zufügen. Jetzt steht minus 1 Wattstunden. Wenn du immer noch zuschaust, ist dir entweder extrem langweilig oder du findest mein Video irgendwie okay. Wenn du mich unterstützen willst, gib mir doch einen Daumen hoch. Das hilft meinem Kanal extrem, um zu wachsen. Du musst nichts weiteres tun, als mit deinem Mauszeiger hier drauf zu klicken. Es ist absolut gratis. Danke vielmals für deine Unterstützung. Jetzt kommen wir noch schnell zur Bedienungsanleitung. Ich habe die euch schnell fotografiert. Und zum Schluss habe ich euch noch ein Schema gezeichnet mit einem Solarpanel und Wechselrichter. Das wäre auch eine mögliche Art, wie man dieses Powermeter einbauen könnte. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und vielleicht wisst ihr jetzt mehr, ob ihr dieses Teil kaufen sollt oder nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.